die Herren von SPD, CDU, FDP, Piraten, Linke, Grüne und wie sie alle heißen uns zumuten, dann wird uns das Heft des Handelns aus der Hand genommen. Dann haben wir Deutsche keine Chance mehr, uns zu retten. Haben wir keine Chance mehr, hier in Deutschland für innere Sicherheit zu sorgen. Dann werden Türkenbanden, Araberbanden und andere Banden bildungsferner und unqualifizierter Menschen aus Vorderasien unsere Geschicke hier lenken. Herr Pasteur, was können die Gegendemonstranten denn von uns lernen? Ja, eine ganze Menge. Zumindest einmal zuzuhören, so wie wir das immer tun. Aber dieser primitive Mob, der hier spuckend und sich selber in Position bringend hier seinen ganzen Hass rauslässt, ist ein klares Zeichen dafür, dass das schon krankhaft ist, was hier abläuft. Das ist halt aufgehetzter Mob. Und wenn man in die Gesichter schaut, das tue ich jetzt gerade, dann sieht man diesen Selbsthass, diesen kranken Selbsthass. An sich schade, es sind viele nette junge Leute darunter, aber sie sind halt verirrt und aufgehetzt. Sie glauben, das Richtige zu tun. Das bedeutet unsere klare programmatische Aussage, dass wir zuerst in unserem Land dafür sorgen müssen, dass junge Studentinnen und Studenten nach Abschluss ihres Studiums auch einen adäquaten Arbeitsplatz angeboten bekommen müssen und nicht gezwungen werden, nach einem Medizinstudium nach Schweden oder Norwegen auszuwandern. Und wir dann die gut ausgebildeten Mediziner aus der Tschechei, aus Portugal oder Spanien nach Deutschland zu holen. Mittlerweile haben wir 2,5 Millionen arme Kinder in Deutschland. 1,6 Millionen Kinder beziehen Hartz IV. Ist das die blühende Landschaft, die uns der etablierte Parteienmob eins versprochen hat? Wir als NPD wollen diesen Zustand nicht kommentarlos hinnehmen. Wir sagen Nein zur systematischen Verarmung unseres Volkes. Wir sagen Nein zur systematischen Ausplünderung der deutschen Steuerkassen für Umvolkung, Überfremdung und Finanzierung ruinöser Pleitestaaten. Die Tatsache, dass man die Deutschen in eine Finanzdiktatur auch dadurch hineinmanövriert hat, dass man, ohne das Volk zu befragen, die Euro-Währung einführte, mit dem Versprechen und mit der Drohung, dass wenn es den Euro nicht gäbe, wieder Krieg in Zentraleuropa nicht auszuschließen sei. Also der primitive Versuch, mit Angst schüren, die Deutschen gefügig zu machen, dass sie diese internationale Euro-Betrügerwährung kritiklos akzeptieren mögen. Wir müssen endlich dazu übergehen, unsere eigene Macht zu erkennen, nicht aufgeben, nicht resignieren, sondern sagen, wenn wir alle jene, die meinen, die da oben, machen ja ohnehin, was sie wollen. Wir haben doch ohnehin nichts zu melden. Wir können doch überhaupt nichts ändern. Wenn all jene von ihnen endlich handeln, beispielsweise am kommenden Sonntag bei der anstehenden Bundestagswahl, dann können wir in diesem Lande die Macht wieder dahin manövrieren, wo sie hingehört, nämlich auf die Schultern des Volkes und nicht eben auf die Schultern verantwortungsloser Antidemokraten, die sich unser Land zur Beute gemacht haben und die inzwischen, wenn man Westdeutschland, die sogenannten alten Bundesländer hinzurechnet, jahrzehntelang Zeit hatten, unser Land zu gestalten. Doch was ist das Produkt ihrer jahrzehntelangen Gestaltungsmacht? Über 2 Millionen Euro Staatsschulden, Millionen von fremden Zivilokkupanten in unserem Land.
Abtretung nationaler Hoheitsrechte an die EU oder gar nach Washington. Überall Demokratieabbau, überall Schulden, überall wird das Versagen der etablierten Pleitegeier deutlich. Und hier gibt es überhaupt keine Unterschiede mehr, meine lieben deutschen Landsleute in Jena. Man muss doch inzwischen sagen, es ist doch alles dieselbe Mischpoke. FDP, Grüne, Linke, SPD, CDU und wie sie alle heißen mögen, unterscheiden sich doch nur noch in Nuancen, was man uns hier im Landtag in Erfurt, im Bundestag in Berlin wahrmachen und zeigen will, ist doch in Wirklichkeit nur noch ein einziges großes Theaterspiel, das uns Bürgern zeigen soll. Man schert sich angeblich um die Belange des Bürgers, aber eigentlich ist man sich doch in Grundsätzen einig und diese Grundsätze heißen doch Aufgabe Deutschlands. Tilo Sarrazin hat es auf den Punkt gebracht mit seinem Buchtitel Deutschland schafft sich ab und das liegt eben nicht an uns, liebe Landsleute, liebe Mitbürger, sondern es liegt an denen, die seit Jahrzehnten hier die Macht...